Die allererste Minecraft-Welt. Für manche sah sie so aus, für manche so und für manche so. Aber sie alle sind irgendwie weg. Vielleicht ist der alte Laptop kaputt gegangen, wir haben sie aus Versehen gelöscht oder der Hund hat sie gefressen. Aber ich kenne keinen, der noch den Luxus hat, seine erste Minecraft-Welt wiederzusehen. Deswegen möchte ich in diesem Video rausfinden, was noch zu retten ist. Und mit Hilfe von jedem auch noch so kleinen Detail, an das ich mich erinnern kann, versuchen, eine perfekte Kopie meiner ersten Minecraft-Welt zu erstellen. Mal ehrlich, letztens bin ich nach Hause gekommen, habe meine Hose ausgezogen und dieselbe Hose wieder angezogen. Also wer weiß, wie lange mein Gehirn das noch mitmachen wird. Schauen wir, ob das was wird. Als erstes müssen wir einen Plan aufstellen, denn die nächsten Schritte werden bestimmen, ob das Ganze hier funktionieren wird. Ich konnte mich nur an ein paar wenige Sachen erinnern, zum Beispiel so ungefähr, wie mein Haus aussah oder dass ich mal ein Weizenfeld mit Brunnen hatte. Aber das reicht noch lange nicht, um daraus eine Welt zu erstellen. Also war meine beste Option, erstmal alles, was ich noch wusste, so genau wie möglich in einer Testwelt zu bauen und mich im Prozess hoffentlich an genug Details zu erinnern, um das dann vollständig in eine richtige Welt einzuführen. Wir müssen auch eine echt alte Minecraft-Version nehmen. Ich war ungefähr in der 5. Klasse, als ich Minecraft bekommen habe, was so ungefähr 2016 war. Also ich glaube, wir können nichts falsch machen, wenn wir uns auf die 1.9 festlegen. Also habe ich Minecraft gestartet und mein Bestes gegeben. Am Anfang konnte ich mich nur an 3 große Sachen erinnern und ich dachte, es wäre das Schlauste, erstmal mit meinem Haus anzufangen, weil ich da die detaillierteste Vorstellung hatte. Das war definitiv so eine Höhlenbase, also simulieren wir hier einfach mal so einen Hügel. Und hier vorne war ein Fluss, das weiß ich auch. Ich meine auch ziemlich sicher, dass das ein Akazienbiom war. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Akazientüren. Ich glaube, so ungefähr war das, dass es hier so eine kleine Eingangshalle gab. Und erst hier begann dann so richtig die Base. Das sollte von der Größe passen. Ich glaube, das Ganze war auch nur 2 hoch. Das Ganze lief überraschend gut und ich hatte ziemlich schnell einen soliden Entwurf. Es war noch nicht alles perfekt, aber ich konnte wie erhofft immer mehr Erinnerungslücken füllen. Was ich dann hier aber hatte, war tatsächlich ein Stall für Tiere. Ich hatte hier ein Zauntor. Dieses Haus bestand nämlich aus 2 Räumen. Wir hatten einmal hier einen Raum für Tiere und einmal war hier auf dieser Seite ein Schlafraum mit damals einem roten Bett. Damals waren alle Betten rot. Dieses Bett stand ziemlich sicher hier und ich glaube, das war's auch schon mit meinem Schlafraum. Ich glaube, mehr stand da gar nicht. Nur ein Crafting Table und ein Bett. Und zur Feier des Tages können wir uns hier auch mal schlafen legen. Hier war dann natürlich noch eine Fackel. Diese Musik erweckt aber auch echt Nostalgie. Das hat natürlich auch nicht in der Welt gefehlt. Wahnsinn, das erinnert mich extrem an mein Haus von damals. Und hier waren ganz viele Schafe und Kühe. Oh, ich habe mich gerade noch mal was erinnert. Und zwar habe ich ziemlich sicher Melonen hier im Haus angebaut. So, ich glaube hier. So habe ich das, glaube ich, angebaut. Hier war dann ein Wasser und hier waren Melonen. Okay, also das hier war tatsächlich mein Haus so ungefähr. Und was ich weiß, der Hügel hat sich einmal hier so rumgezogen, so ein bisschen. In diesem Moment habe ich mich gerade an eine kleine Angelplattform erinnert und konnte es kaum erwarten, sie zu bauen. Ich hatte ein immer deutlicheres Bild von der Welt vor Augen, aber ich wollte mich an den Plan halten und erstmal die 3 großen Elemente fertigstellen. Und danach fügen wir die ganzen Details hinzu, die die Welt zum Leben erwecken. Also hier so ungefähr hat sich der Hügel rumgezogen. Und hier hatte ich ein Weizenfeld. Dann war das 2 hoch und hier waren so Slabs. Da habe ich hier Wasser runtergemacht. So, und hier war dann mein Weizenfeld. Das kommt hin von der Größe. Und das Ganze habe ich mit Zäunen umrundet. Und eine Sache, die ich wieder weiß, hier konnte ich meinen Schlafraum nicht mehr größer machen, weil hier direkt der nächste Block, der angrenzende Block hier, das war so ein kleiner See. So von der Art. Ich glaube, das passt so. Direkt hinter meinem Haus. Und hier ist irgendwann mal ein Zombie reingefallen. Dann konnte ich ewig lang nicht schlafen. Ich war direkt auf der anderen Seite von dieser Steinwand hier. Okay, das erinnert mich sehr stark daran. Oh nein! Das Schaf ist entwischt. Das ist auch oft passiert. Rein mit dir, Sean. Jedes Schaf heißt auch Sean bei mir. Ja, ja, let's go. Nein, nein, nein. Nein, die Kuh schiebt das Schaf raus. Ja. Oh, das war knapp. Diese Farm hier hatte auch noch an allen Seiten so ein Zauntor, damit ich von jeder Seite gut reinkommen konnte. Das weiß ich auch noch. Dann war hier überall Weizen gepflanzt. Und jetzt kommt das Krasse. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber hier drüber war noch eine zweite Schicht mit dieser Farm. Das war ungefähr so hoch. Habe ich hier noch eine zweite Erdschicht hingebaut. Mir fallen auf einmal so viele Details ein. Wir werden das gleich alles noch zusammenbauen. Ich glaube, ich hatte hier einen Turm aus Akazienholz und Leitern. So bin ich damals auf meine Farm gekommen. Die Melonen sind gewachsen. Oh mein Gott. Und jetzt können wir uns...
Und hier ist irgendwann mal ein Zombie reingefallen. Dann konnte ich ewig lang nicht schlafen. Ich war direkt auf der anderen Seite von dieser Steinwand hier. Das letzte große Bauwerk war meine erste Redstone-Konstruktion jemals. Anscheinend hat mir die zweistöckige Weizenfarm noch nicht gereicht und ich musste eine noch größere bauen, die man auch noch automatisch ernten konnte. Aber es dauert so lange, sie zu bauen, dass ich sie mir für die richtige Welt aufheben wollte. Das bedeutet, es ist Zeit für die kleinen Dinge. Und die erste Sache war direkt ziemlich random. Rechts neben meinem Haus bin ich einmal hier rumgelaufen und an dieser Stelle vom Hügel habe ich dann einen Huhn gefunden. Ich wusste nicht, wie man Leinen craftet und ich hatte auch gar nicht die Materialien dazu. Jedenfalls habe ich das Huhn dann versucht, mit meiner Angel zu meiner Base zu holen. So habe ich das Huhn dann hier dran genommen. Und dann habe ich mich gewundert, warum meine halbe Angel mit jedem Mal ziehen kaputt ging. Wow, das Huhn kann ja richtig hochfliegen. Das Huhn musste ich einfach mit reinnehmen und als nächstes war der kleine Angelsteg dran. Das ist ja der Hammer. Ich weiß noch, welches Muster ich da reingemacht habe. Und hier hatte ich dann so eine Art Steg, die über das Wasser hinausging. Und so kleine Tische hatte ich davor. Konnte ich mich hier hinsetzen, konnte die Angel auswerfen. Jetzt will ich aber auch einen Fisch fangen. Was ich jetzt noch zeigen wollte, hier, irgendwann habe ich tatsächlich geschafft, Lava zu entdecken. Und dann habe ich ja immer irgendwie so in YouTube-Videos gesehen, dass man sich so Cobblestone-Generator machen kann. Also habe ich das Ganze einfach mal versucht. Ich habe mir hier so eine lange Reihe gemacht, wo das Wasser reinkam. Dann kam hier so die Lava hin und das Wasser. Dann habe ich den so abgebaut und dann habe ich gemerkt, oh, was ist jetzt da passiert? Diesen Block, dieses Obsidian habe ich nicht wegbekommen. Ohne Diamantspitzhacke dauert das ja ewig, das abzubauen. Und Diamanten habe ich damals noch nie gefunden. Also hatte ich irgendwann so 2, 3 Obsidian-Klötze einfach in der Base rumstehen, die ich nie wieder wegbekommen habe. Und so sah damals meine Base aus. Die letzten 2 Sachen, die ich ergänzen musste, war einmal eine Minecart-Strecke, die ich über den Fluss zu einem Dorf gebaut habe. Und natürlich hatte ich damals noch keine Ahnung, wie Schienen funktionieren. Deswegen habe ich alles mit Powered Rails gemacht und hatte irgendwann nie genug. Ich habe mein ganzes Gold auf diese Dinger hier verbraucht. Und ein kleines Detail, das tatsächlich noch fehlt. Ich habe es irgendwann tatsächlich geschafft, Teppiche zu färben. Und dann habe ich mir mit den Schafen, die ich in meinem Haus gezüchtet habe, habe ich mir hier so einen kleinen Pfad mit roten Teppichen gemacht. Ich glaube, der war rot in der Mitte und weiß auf beiden Seiten. Sich alleine das hier schon anzugucken, ist schon richtig krass. Und jetzt bauen wir das alles in einer richtigen Welt nach. Was ich aber erst jetzt rausgefunden habe, die passende Welt zu finden, war mit Abstand das Schwierigste. Okay, diese Welt sieht verdammt cool aus. Solche Berge, ihr müsst bedenken, das ist die 1.9. Das ist noch bevor die Weltengenerierung geändert wurde. Das ist aber weit entfernt von dem, was wir brauchen. Ich glaube, wir müssen einfach resetten, bis wir die passende finden. Mehr bleibt uns ja gar nicht übrig. Am Anfang habe ich probiert, eine Welt nach der anderen zu generieren und wann immer es nicht geklappt hat, eine neue zu erstellen. Aber das hätte hunderte und vielleicht sogar tausende Versuche gebraucht. Also habe ich einen Seed auf der Seite Chunkbase eingefügt und gezielt nach den richtigen Biomen gesucht, nämlich einem Akazienbiom, das an ein Plainsbiom mit einem Dorf grenzt. So wie hier, mit einem Fluss. Tatsächlich, hier ist ein Fluss. Ich habe mich jetzt mal einfach mal dahin teleportiert. Hallo, generiert hier irgendwas? Wieso generiert hier nichts? Habe ich die... jetzt. Die Frage ist, wo ist das Dorf? Müsste hier nicht ein Dorf sein? Nein. Hat Chunkbase nicht richtig funktioniert? Es hat wie der perfekte Ort gewirkt. Wir müssen weitersuchen. Es müsste genau hier sein. Aber ich glaube, dieser Ansatz ist deutlich besser. Okay. Hier haben wir ein Dorf und wir haben ein Akazienbiom. Ich glaube, hier ist aber der Hügel nicht groß genug. Die Flüsse sehen etwas anders aus. Das ist es auch nicht. Es gab viele Rückschläge, aber irgendwann war es dann soweit. Das ist es. Ich glaube, wir haben unseren Seed gefunden. Das Wasserloch, das Dorf, es ist alles da. Und jetzt hieß es nur noch, die Welt zum Leben erwecken. So, und jetzt fällt nur noch der Thron.
Diese Taste habe ich echt immer geliebt. Es gibt übrigens eine ziemlich lustige Geschichte, wie ich meine ersten Diamanten gefunden habe. Ich habe mich hier so auf Höhe 13 gegraben, habe hier so eine kleine Mini-Base gemacht mit einem Bett und einer Fackel, Patronen und habe angefangen, mich hier so in solchen Gängen einfach mal reinzugraben. So alle paar Blöcke Abstand, einfach ganz weit durchgegraben. Was mir aber nicht aufgefallen ist, direkt hier, direkt an dieser Stelle waren Diamanten. Genau hier habe ich mich reingebuddelt und hier waren dann einfach so Diamanten. So ein, zwei Reihen hätte ich mich noch weiter da reingraben müssen, aber nein, ich habe mich hunderte Blöcke in diese Richtung gegraben. Und dabei waren die ganze Zeit die Diamanten vor meiner Nase. Diese Strecke habe ich nie fertig geführt. Ich hatte nie genug Gold. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann konnte man das ausmachen und das Wasser hat einfach die ganzen Weizen hier weggespült. Und damals war ich in Survival und hatte keine Ahnung von Redstone oder sonst irgendwas. Diese Farm war der absolute Hammer. Auf diese Farm war ich richtig stolz. Und jetzt werden wir das Video auf die poetischste Weise überhaupt beenden. Wir fahren mit dem Minecart zurück zu unserem Haus. Wir schauen bei unserem Feld vorbei, ob vielleicht Weizen gewachsen ist. Und dann nehmen wir den Teppich. Die Sonne geht unter. Wir laufen zu unserem Haus zurück. Und wir legen uns schlafen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute.